Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen, aber wirklich einen ganz besonderen Gast in mein Studio eingeladen. Hier ist er mal wieder, mein Mann, Roland Liebscher-Bracht. Ich finde es schon toll, dass du wieder da bist, weil ich weiß ja, was du für ein Arbeitspensum hast. Aber es hat natürlich auch einen Grund, warum wir heute zusammen hier sind. Wir haben nämlich wieder ein neues Buch geschrieben, und zwar ein Selbsthilfebuch, Nackenschmerzen selbst behandeln. Und es hat natürlich auch einen Grund, warum wir das geschrieben haben, Roland. Allerdings, Also Nacken, ich weiß nicht, wer von euch irgendwie auch selbst drunter leidet, aber jeder kennt jemanden. Und der Brettnacken, der Handynacken und all diese ganzen Geschichten, alles, was ihr hinten runterzieht, was sich nicht so gut anfühlt, das ist schon verbreitet. Und wir haben ja die Selbsthilfereihe und unser höchstes Ziel ist, dass wir möglichst vielen Leuten einfach die Werkzeuge an die Hand geben, ganz viel für sich selbst tun zu können. Und deswegen gibt es da erstmal eine Erklärung. Soll ich ein bisschen beschreiben, was drin ist? Ja, und dann sage ich dann auch noch was dazu. Beschreib du erstmal. Okay, also es geht erstmal darum, wie die entstehen, weil ihr kennt uns inzwischen. Wir erklären ja, wo die Schmerzen herrühren, dass die meist selbst gemacht sind und wie man sie wieder wegbekommen kann. Also das wird erstmal alles erklärt, ein bisschen gegenübergestellt, was die herkömmliche Medizin da alles so unternimmt und was das bringen kann oder was es auch nicht bringt. Ja, und dann gibt es letztendlich, wir machen Übungen, wir dehnen, rollen, drücken. Das sind ja die drei Haupt-Selbsthilfswerkzeuge, sich selbst zu dehnen und damit den Nacken wieder in Ordnung bringen oder auf spezielle Punkte zu drücken. An den Knochen gibt es ja diese Osteoporosepunkte, die auch unsere Therapeuten drücken, die ausgebildet sind. Und das bringt er ja auch bei, wo du dich selbst drücken kannst. Genau. Oder auch das Faszienrollen. Ja, und wir haben natürlich schon uns auch überlegt, warum das Nackenbuch gerade jetzt zu der Zeit rauskommen soll. Zum einen, es ist kalt. Und wir ziehen die Schultern an, wir frieren und außerdem kommt noch der ganze Weihnachtsstress dazu. Deswegen haben wir jetzt im Dezember dieses Buch herausgebracht, damit du am besten gleich anfangen kannst, damit du dieses Mal weder Kopfschmerzen bekommst noch sonst irgendwas und halt auch diese Nackensteifigkeit nicht spüren musst. Und ich habe ja gesagt, er ist schon ein ganz besonderer Gast. Er ist nicht nur ein ganz besonderer Gast, weil es mein Mann ist, sondern Roland ist ja auch ist er ein kleiner Erfinder. Und er hat ja schon ganz viele Hilfsmittel auch entwickelt. Und auch zu diesem Buch passend dazu hast du auch ein Hilfsmittel entwickelt, das im Übrigen sehr futuristisch aussieht. Das steht hier hinten. Aber es ist ein geniales Teil. Ich liebe es, weil natürlich auch ich bin angespannt, stresst und wer kennt es nicht. Und es ist einfach super toll. Was hast du dir bitte dabei gedacht? Also ich war ja dabei, wie sich das alles entwickelt hat. Es ist einfach spannend. Ich wollte einen schönen Einrichtungsgegenstand fürs Wohnzimmer. Sie passt in Nein, Lungen, ja. Aber ganz im Ernst, ja. Es ist halt, also ich liebe inzwischen, dass ich den Leuten, den Menschen, euch letztendlich etwas an die Hand geben kann, was, wo man seine Faulheit voll ausleben kann. Das also sagt das der Energie, Roland, der jeden Tag mindestens 3 Stunden, wenn es langt, wirklich sich körperlich betätigt. Aber er hat verstanden, dass nicht alle so ticken wie er. Das finde ich mittlerweile ganz schön gut, ehrlich gesagt. Ja, und ich finde es auch toll, weil es ist halt einfach eine Sache, die es üben viel, viel leichter macht. Wir haben ja eine Menge andere Retter, Knieretter, Rückenretter, Kieferretter, was wir da alles haben. Und jetzt der Nackenretter. Man legt sich einfach drauf und das ist einfach total super. Und ich selbst bin schon, vielleicht habt ihr zufällig so ein Video gesehen, wir haben neulich Videos gemacht, auch mit dem Nackenretter. Da bin ich 2-mal fast eingeschlafen. Beim Videodrehen. Kein Spaß. Ich habe das dann auch authentisch gesagt, ja, live gesagt. Ich habe gesagt, ja, irgendwie, am liebsten würde ich aufhören zu drehen, weil ich bin kurz vorm Einschlafen. Weil der so entspannt. Und soll ich mal kurz erklären, wie der funktioniert? Ja, aber also der fängt ganz harmlos an. Das ist das erste Teil. Da legt man sich praktisch auf den Rücken, müsst ihr euch vorstellen. Und man platziert dieses Unterteil unterhalb oder am unteren Schädelrand. Und das Tolle daran ist, man hat dann 2 Effekte.
Weil genau. Der eine Effekt ist, ja. Ihr wisst ja, wir drücken ja auf Knochenpunkte und dann entspannen die Muskeln. Ja? Und das machen wir auch in einer Linie. Ich drehe mich mal gerade so rum, vielleicht von der anderen Kamera dort, dass man das hier praktisch, dieser ganze Bereich, da sind ganz viele Druckpunkte, Osteopressurpunkte. Und wenn man die drückt, dann führt es dazu, dass die ganzen Muskeln in dieser Region in der Spannung runterfahren. Also das Brett löst sich auf, wird weicher. Und gleichzeitig, je nach Verkürzungsgrad des Nackens, der ist ja bei den meisten Menschen radikal verkürzter, bei denen, die so in dieser Geierhalsposition halt sind, gleichzeitig, dass diese Punkte gedrückt werden, dadurch, dass der Kopf drauf liegt und er nach oben gebracht wird, spannt sich das an und dehnt. Und warum hast du da so drei Etagen Phase gemacht? Phase 2. Man ist schon gedehnter, aber möchte noch mehr haben. Ja? Jetzt wird das Ganze ein bisschen höher gerückt. Der Kopf, also wenn man auf dem Rücken liegt, wird höher gebracht und dann kommt mehr Dehnung rein. Und das ist Phase 3. Und deswegen sieht er so aus, wie er aussieht. Und eigentlich, das war aber eigentlich gar nicht so beabsichtigt, ehrlich gesagt, er sieht ja aus wie Nacken, gell? Also der Nackenräder sieht aus wie Nacken und wir dachten, das passt. Richtig. Also nur mal ganz kurz zur Funktion dieses Nackenretters. Der ist genial und ich kann mir vorstellen, dass wenn ihr es ausprobiert, dass es euch so geht wie nicht nur dir, sondern wie fast allen, die da drauf liegen. Es ist ein geniales Teil, um zu entspannen, um runterzukommen. Jeden Tag, am besten abends, nachgetan. Wollte ich gerade sagen. Das ist wirklich das Allerbeste, was man ja, weil, kann. Ja, weil wir empfehlen da, die ganzen Übungen morgens zu machen, damit man sie wirklich hinter sich hat. Und die ganzen Retter, die ganzen Hilfsmittel, die wir da haben und auch der Nackenretter, eignet sich hervorragend, einfach dabei zu lesen, dabei fernzusehen, dabei ein bisschen sich zu unterhalten, einfach den Abend ausklingen zu lassen und runterzukommen. Ja? Im Faulsein sogar. Im Faulsein. Also von daher alles. Und Faulsein darf jeder und ist jeder wegen des Energiesparprogramms. Genau. Ja? Die Faulheit ist genetisch eingebaut. Keiner von euch und auch du darf nicht denken, er sei irgendwie nicht so ein wertvoller Mensch, weil er so faul ist für seine Übung. Nein, das ist normal. Und allein das Wissen, dass die Faulheit genetisch eingebaut ist, hilft eigentlich, es zu überwinden. Ja, und also wenn wir gerade bei der Faulheit sind, es ist tatsächlich so, dass wir morgens noch richtig viel Energie haben, gegen diese Faulheit anzukämpfen. Willenskraft. Deswegen, oder ja, Willenskraft und auch Energie dann gleichzeitig, weil die uns dann auch im Laufe des Tages nämlich verlässt, mein lieber Gatte. Die geht ein wenig runter. Wie ein Muskel, der wird auch immer schwächer. Genau, von daher ist es natürlich genial, morgens so richtig zu powern und das Sportprogramm absolvieren. Was ja natürlich super toll ist, wenn man das immer macht, aber abends darf man dann auch wirklich faul sein. Und natürlich, ihr wisst, dass ich für Ernährung brenne und auch in diesem Buch ist natürlich das Beste enthalten, was man essen darf, sollte, kann, wenn man was gegen Anspannung macht, gegen diese Nackenüberspannung, gegen die Muskeltonuserhöhung und so weiter. Und ich würde wirklich jedem empfehlen, wo muss ich jetzt hingucken, vielleicht gucke ich mal dahin, ich würde jedem empfehlen, dem diese Distanz zwischen Essen und Schmerzen oder Nackenverspannung zu groß ist, der nicht weiß, warum soll ich wegen Nackenschmerzen anders essen oder so, bitte probiert's aus, weil der Effekt ist ganz, ganz einfach, so wie Petra es immer erklärt, auch im Buch erklärt, dass einfach die richtige Ernährung, also ganz, ganz viele Pflanzen, mit sich bringen, dass die Muskeln im Tonus runterfahren. Und wer das nicht glaubt und richtig Probleme hat mit Schmerzen, ja, der muss das unbedingt probieren, weil er wird es nicht wieder lassen. Ich empfehle das immer, Petra ja auch, Patienten mal 4 Wochen zu probieren einfach. Und nach diesen 4 Wochen ist es oft so, dass die Leute sagen, ich bleibe dabei, ich fühle mich so viel besser, ich will das nicht mehr missen. Genau, aber ihr habt ja schon ganz viel von mir gehört zum Thema Ernährung. Ihr wisst, wo es lang geht. Das mit dem Nacken ist vielleicht neu für euch. Deswegen einfach, vielleicht habt ihr ja Lust, euch dieses Buch anzuschauen oder euch auf den Nackenretter zu legen, wie auch immer. Auf jeden Fall, ihr wisst, warum wir das Ganze machen. Wir machen es wirklich, weil wir eine Vision haben. Und die würden wir euch gerne nochmal hinterlassen, bevor wir aufhören, weil die ist mittlerweile richtig herausfordernd, ja.
Weil ich sage inzwischen, im Vollbesitz meiner Kräfte, wir wollen auf diesem Planeten die Schmerzen abschaffen, auch die Nackenschmerzen. Und der Witz ist, die uns ein bisschen kennen, die wissen, was ich jetzt sage, dass wir das Werkzeug dafür haben, es muss nur bekannt werden. Und deswegen teilt bitte diese Informationen, ich sage das jetzt mal zu deinen Fans, ja, reicht das rum, erzählt das rum, schickt diese Videos weiter, weil es gibt so viele Menschen, die völlig umsonst unter Nackenschmerzen oder auch unter anderen Schmerzen leiden. Und 9 von 10 könnte man locker abstellen. Ja, und so ist nun mal unsere Vision. Unsere Vision lautet, ein schmerzfreies und gesundes Leben für jeden Menschen auf dieser Erde. Und das geht natürlich nur, wenn die Menschen auch davon erfahren. Ja. Denn Wissen schafft Macht. Und das tun wir, euch Wissen in die Hand geben, damit ihr entscheiden könnt, ob ihr vielleicht davon profitieren möchtet. Und in diesem Sinne, lieber Roland, danke, dass du da warst heute. Ihr wisst es schon, ich freue mich über euren Daumen nach oben, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Natürlich auch Rolands Kanal, die Schmerzspezialisten, aber kennt ihr wahrscheinlich alle schon, vielleicht der eine oder andere nicht. Und wenn ihr im Übrigen noch mehr Videos sehen möchtet von mir, dann könnt ihr das hier tun. Und ansonsten alles Liebe und vor allen Dingen keine Nackenschmerzen mehr ab heute, ist doch klar, oder? Und damit auch Tschüss von mir und vielen Dank für die Einladung. Ja, super, gerne. Ciao.